So sollte es funktionieren. Guten Tag zum Spiel Nummer 99 von Schönes Ding gegen Schönes Ding in den Zehnern. Den wunderbaren Zehnern, die Schönes Ding in den Inhouses bislang gemacht hat. Das hier ist Spiel 99, Spiel 100 soll wohl ein Stomp gewesen sein von lassen. Daher lassen wir das mal aus. Aber Spiel 99 soll gut sein. Und Spiel Nummer 67 soll gut sein. Dementsprechend werde ich das hier mal casten. Das war jetzt noch ein bisschen zu laut, von daher machen wir hier ein bisschen runter. Das ist besser. Okay. Also, das Ganze im Draft. Ja. Ich glaube, ich bin im Draft einfach nicht so gut. Von daher noch ein bisschen zur Einstimmung. 99 Spiele. Danach gab es eine Awardshow, wo einige Awards gerollt worden. Unter anderem, was haben wir alles hier? Wir haben lustige Awards. Wie bester Carry, bester Midlaner. Beste. Na, Laptop, komm her. Beste Offlane, beste Support, best Warding, Overperformer, Hero Spammer, Mr. Versatile, beziehungsweise Most Versatile Person, It's a Comeback, Best Drafter, One Man Army, Pick Ban Lose, TI Finale oder bester Teammate. Das TI Finale ist das Game, was hier nachgecastet wird. Morgen übermorgen. Also das nächste YouTube-Video, um es mal genauer zu sagen. Generell, diese Liste war eine sehr schöne Sache, diese Excel-Tabelle. Und macht sehr viel Motivation. Es macht die Motivation zu casten von einer sehr schönen Sache, für die Ronizzle hier ausgepackt hat. Zusammen mit Foxer diese Excel-Tabelle gefegt haben und jetzt 100 schöne Matches haben. Auf weitere 100 schöne Matches im Schönes Ding in-house. Hier läuft. Von den Cards, von den Pick-Buns sehen wir noch nicht so viele Unterschiede. Wir haben ja Underlord und Sand und auch immer Gyrocopter und die Death Prophet, die immer First Round Bans eigentlich waren. Generell sind so langsam die Picks Buns haben sich sehr eingestimmt, diesem 100er. Und wir sehen nicht so viel mehr Varianz. Wir sehen Earthshaker, wir sehen Sand King, wir werden verschiedenste Sachen sehen hier. Ich nehme an, Earthshaker könnte kommen. Auch ein Warlock ist eigentlich immer meistens sehr gerne gesehen. Dazu irgendwie Minusa PL und Anti-Mage-Buns, die üblichen Sachen sind. Ich habe auch viel mehr Lust, das Spiel zu sehen, von daher will ich hier ein bisschen vorspulen. Oh, nein, erstmal Lion. Okay, Lion ist das erste hier. Genau, wir haben den Warlock gesehen, wir haben einen Tidehunter gesehen. Das ist schon mal so ein bisschen was. Der Sound habe ich jetzt verloren. Ah, jetzt kommt wieder. Terrorblade Slada. OD. Ja, genau, Sven. Hier sehen wir wieder PL, Medusa und Sniper Buns. Wahrscheinlich wird danach noch ein Anti-Mage Bun kommen. Falls sie nicht schon dagegen was gepickt haben. OD, dann kam hier ein Tusk. Wolfster Roaming Tusk. Eine sehr schöne Sache. Ein Zeus auf der Lane. Anti-Mage ist beispielsweise noch drin. Muss mal schauen. Treu Warlord ist es auf der Seite für Akul. Und damit können wir diese Leiste zuklappen. Und können hier sagen, let's go, das 99. Spiel. Schönes Ding gegen schönes Ding. Und eine der üblichen Sachen dabei. Alle diese Leute sind sehr viel in Zehner vertreten geblieben. Von daher ein sehr schönes 99. Game hier. So, let's do this. Auf der Dire-Seite. Wolfster mit einem Roaming-Task. Ah, ne. So. Pullerpause. Naja, deshalb dauert das Spiel so lange. Das ist ja spannend. Okay. Ja, bisschen noch. Und weiter. Ach, wunderbar, die Pullerpause überschrieben. Naja, es ist ein Dota. Der weiß, wie lange man ungefähr pullern muss. Oder der weiß, wie lange Wobster pullert. Irgendwie hatte ich aber hier noch immer noch die Kamera
Macht jetzt erst Auto. Okay. Anscheinend stellt es sich mal wieder um, wenn man vorspult. Whatever. Also, hier auf der Seite, wir haben einen Invade natürlich von dem Ronny-Team, weil das Ronny-Team immer sehr schnell auf die Gegner zu läuft. Diesmal ohne Smoke tatsächlich. Bisschen überraschend. Aber anscheinend hat er auch keinen Smoke gekauft. Deshalb laufen sie einfach so da hoch. Na gut. Der Ping kommt direkt aus. Hier steht bestimmt ein Wort. In dem Falle steht tatsächlich noch kein Wort. Aber jetzt steht ein Wort. Na gut. Schön ausgepinkt. Hier vom Sladder. F2. Hallo? Ach nein, Moment. 2. So, genau. Von Schafro hier, der fast diesen Wort geplaced hat. Aber dann doch woanders hinlegt. Oder auch nicht. Ah, oh. Genau, den Wort nur abgelegt hat. Natürlich unter der Vision des anderen Worts. Ah ne, das hat man nicht gesehen. Okay. Sick. Und hier sehen wir, dass das Ganze ausgeglichen war. 2-2. Soweit ich das hier sehe. Kann ich hier rechnen? Ja. Also, doch, ja. 2-2 Bounty-Runen. Jetzt von hier aus rangestanden. Okay. Könnte aber trotzdem in Range vom Lightning Bolt sein, muss man sehen, ob die entdeckt wird oder nicht. Auf jeden Fall, beide Teams ganz gute Vision. Und die braucht das natürlich auch. Und Zeus freut sich auch ganz gut über Vision. Von daher, Mittellane easy peasy. Müssen die Augen mal so ein bisschen hier auf sowohl Wobster als auch Schafro legen. Wobei Wobster auf der Solo, also auf der Offlane, tatsächlich hier alleine eher ist und kein Roamer spielen wird, sondern Offlane. Von daher, oh, Schafro, schöner Sun auf 2, schön eingeengt. Jetzt können sie Bodyblocken, aber brauchen sie, glaube ich. Und Wobster wird hier sofort platt gehen. Zack, geht down. Schöne Rotation. Wobster hat sich da ein bisschen überschätzt. Und hat da den ersten Kill Schafro gegeben. Auch Emo muss ja aufpassen. Hat natürlich auch gerade noch kein Level 2, dementsprechend noch kein Stun. Schafro wird hier für den Stun rankommen. Das könnte ein weiterer Kill geben. Stun ist da. Akku noch weiter mit dem Slow da. Emo versucht das treu zu geben. Kann den machen und schön, dass mir die Tactical Puppy Pause reingenommen. Elmo Mike. Mhm. Das sieht nicht gut aus für Elmo hier. 166 Leben. Crazy comes dran. 2 Sekunden für den Stun. Das werden sie diven. Dementsprechend ein toter Elmo. So zumindest sieht es aus dieser Seite, aus dieser Perspektive gerade aus. Man sieht schon, 2 Stunden telefonieren und danach casten ist keine gute Sache für die Stimme. Egal. Wird Geralt sterben? Wird Geralt sterben? Ja, Geralt wird sterben. Schöne Bodyblocks von Schafro. Bam. Und Akku kriegt den letzten Hit, aber Schafro geht dafür noch nicht ganz down, muss seine Salve veropfern. 100 Gold immerhin denied durch. Na, ein bisschen fehlende Absprachen, glaube ich. Wollten sie den Kill Luke halten, aber nicht ganz. Auf der Top-Lane könnte hier ein bisschen was gehen. Mysterion auf jeden Fall sehr aggressiv hier. Sehr viel Action gegen Alcaramba. Level 2 schon, muss natürlich aufpassen, dass er hier nicht overcommitted, aber hat natürlich auch dagegen eine sehr gute Chance. Fox auch immer schön mit dem Heal dagegen halten, da sie natürlich mit sonstigem Schaden auch nicht so viel hier machen können. Ja, Crazy Kram wurde fast gefunden. Das war sehr knapp. Da hätten sie einiges an Damage machen können. Beziehungsweise potenziell Kill Potential, aber ich glaube mit den beiden Spells wird das sehr schwierig. Oder die Bottom Lane werden erstmal ein paar Leute gebunden. Aber Killing Potential ist hauptsächlich auf der Seite von Radiant vorhanden hier. Bonk. Mysterion kriegt immer wieder den Anti-Heal ab. Ist natürlich bitter. Und auf der Bottom Lane ist es diesmal Tusk, der sich eingesperrt hat. Nicht so gut. Wir sind noch gerade ein bisschen Damage rausgenommen. Da war der Noobcaster ein bisschen zu langsam für. Aber für so Kleinigkeiten will ich auch nicht immer zurückspulen. So, ansonsten sieht es in der Mitte für den Zeus sehr gut aus. Muss natürlich sagen, Ronnesel gegen Spinnert scheint die Lane erstmal für sich zu gewinnen, was natürlich der wesentlich einfachen Attack-Animation zugute kommt hier. Und oh, das ist ein schöner Bait, geht hier rein. Spinnert kommt hier rein, kann schützen. Oh, ganz knapp. Hat knapp den Bodyblock verkackt, sonst hätte es durchaus schwierig werden können für Spinnert. Gerade halt ohne das Astral. Das ist da noch ein bisschen schwieriger. Jetzt sehen wir auf Wobster mal rotieren. Kommt ja unten auf Mysterion. Kriegt es ganz gut. Shards sind ready. Von daher sollte das, könnte das hier einen Kill geben, auf jeden Fall. Shards werden geworfen. Mysterion ist eingesperrt, auf jeden Fall. Der Slow ist da. Versucht raus zu TP'en. Und da kommen sie nicht ran. Oh, schön gemacht. Einfach das TP raus. Aber immerhin ganz weit zurück für den Titan auf der Lane.
Und, naja, er hat sein Level 3. Immerhin. Trotzdem aber nicht besser. Akul hier. Sie suchen ihn. Wir versuchen ihn zu finden. Und, oh. Geralt weiß hier, dass er da raus muss. Geht hier raus. Sieht auch, okay. Die Quirfiff ist weit hinten. Die Halten sind weiter hinten. Ich gehe jungeln. Beziehungsweise erstmal die Bounty-Rune nehmen. Schöne Situational Awareness hier einfach. Vom Sand King. Aber auch hier vom Pythunter halt das TP raus. Nötig. Und die richtige Entscheidung in den Situationen. Beide Offlaner hier gut dabei. Sagte ich. Geralt hat sich die Bottom-Rune geholt. Ja, damit zwei Bounty-Runen. Kriegt tatsächlich die Rune noch da. Kann sie noch denyen. Mizzle versucht ihn noch gegenzuhalten. Die Frage ist, ob sie was bekommen. Ob es da ein defensives Ding. Aber da sind sie schon zurückgegangen. Immerhin gute Entscheidung. Haben den Sand King gesaved. Aber nicht mehr mit der Situation machen können. Mysterion hier weiter in die Face der Safe Lane. Alcaramba kann da vom Hits her nichts machen, aber Mysterion muss hier sehr auch stark aufpassen. Wenn hier gleich die Meta kommt, könnten sie durchaus machen, aber keine Reflection. Von daher erstmal hier nichts. Aber jetzt könnte es sein, dass sie ausgepackt wird. Nein, hätten sie durchaus mit dem Fressen Bodyblocken können, aber dagegen entschieden, hier den Weg abzuschneiden. Ah. Ich mag es nicht, wenn ich nicht malen kann. Naja. So ist das hier nicht. Hier? Wow. Aha. Ungefähr so ging das weg. Nein. ihr habt nichts gesehen. Diesen Knopf wollte ich eigentlich haben. Und dann irgendwo dahin. Invis-Rune. Ja, ist ein bisschen zu spät. Oder? Okay, geht hier raus, geht dann dahin. Jetzt kann ich hier gucken. Na genau, okay. Hat sich die Rune geholt, ist da hinten hingegangen. Ich glaube zumindest. Das ist nicht für rot. Eieiei. Resource not available. Machen wir einfach mehr weiter. Diesmal die Last jetzt auch wieder early anstrengend. Sehr viele Denies hier auf Seite von Alcaramba. Genau, und es ging hier um Mysterion, der dann doch immer noch mal rangeht. Aber ja, auf jeden Fall aufpassen sollte. Ich weiß nicht, ob er hier rauskommt. Ja, mit der Meta sollte er nicht rauskommen. Vielleicht kann er es noch juken. Oh, ein bisschen zu früh angefangen. Wird hier rauskommen. Oh, die Vision. Er ist ja tatsächlich ein bisschen vorher stehen geblieben. Ah, das ist bitter. Noch eine Sekunde gegangen, hätte er es dann noch hinbekommen. Und auch hätte er noch eine Sekunde gewartet, hätte sich sogar heilen können und tatsächlich sogar turnen können. Sehr schade. Meta gepoppt, dafür einen Kill bekommen. Worth it auf jeden Seite für Dire. Aber, ja, mehr gewollt. Wäre auch mehr möglich gewesen als das, was sie waren. Passiert. Mistakes were made. Der Gank. Ja, da kommt tatsächlich jemand an. Oh, wunderschön. Schöner Gank hier gemacht. Die Frage ist, kommen sie ran? Ja, der Titan kommt hier ran. Werden ranzukommen. Ein bisschen Bodyblocken versuchen. Der nächste Stunt ist da von Schaffro. Und da ist ein toter Ronny ist auch gefunden. Die Frage ist, ob jetzt ein Warlock, ein gestunter Warlock, schon ein bisschen länger gestunt ist. Oder noch eine ganze Weile gestunt ist. Geht hier down, um den diesen Grafikbug-Zweck zu machen. 5 zu 1 auf der Seite von Radiant. Aber die Bottomlane sieht jetzt immerhin eher in Kontrolle für Dire aus. Oh. Ja, da darf Obst nicht overcommitten. Aber auch Luca musste halt aufpassen. Wobei, Level 1. Level 1 vor dem Akustikfinale. Macht es auch ziemlich viel Plop auf den Ohren, auf jeden Fall. Ja, das kann man wegmachen. Jo, von den Grafen her, Radiant sieht einfach mit den Kills weiter vorne aus. Kriegt, ja, auch ein bisschen mehr von den Lance Mysterion Level 4 versus Level 3 auf den Seiten vom Sand King. Und zwar hier wesentlich mehr in the face. 0 Last Hits für den Sand King und 9 Last Hits für den Tidehunter, der hier eine wesentlich bessere Lane hat. Und noch mehr Supports dabei bindet. Also Radiant konnte hier ganken gehen.
und gleichzeitig noch einen Support auf der Offlane binden. Wobei natürlich jetzt auch nicht der ganze ist. Und schon wieder auch dieser Kill. Diese Wards sind großartig, was sie hier bekommen. Die Frage ist nur, ob sie hier noch mehr bekommen, weil... Ja. Sieht da natürlich das Problem. Oh, der Sprint hat natürlich direkt auf sie gesagt. Jupp. Mit dem Sprint hole ich dich. Im Level 3 Bolt. Haben sie da jetzt ein Go gemacht? Ja, aber das war nicht so ganz abgesprochen, wie es scheint. War nicht der Odin nicht schnell genug drin. Macht hier seine Investwohne an. Guckt mal, ob er vielleicht ein bisschen was vom Warlock findet. Aber auch der Warlock ist tanky genug, hat Level 2 Shadow Word. Da wird wenig zu machen sein. Radiant. Ja. Radiant nicht im Dschungel vom Gegnern. Wird erstmal hier so gefarmt. Der Sand King müsste mal sein Level 4 bekommen. Mit dem Level 2 Kustik-Finale. Kaustik oder Kustik? Ja, Kaustik. Oder eher versuchen. So, dabei aber Schafro gesmoked, versuchen irgendwas zu bekommen, kriegen hier tatsächlich den Foxhound mit dem, mit der Invis Runa auf dem Spinner. Das ist natürlich ein easy Kill hier für die Mitte. Gehen zurück, well played, easy verdient. Und wieder zurück in die Mitte. Troll hat mittlerweile aufgeholt, 4,35, die Nice, 51, diese Carries von den beiden Teams. Oder von dem einen Tem. Nicht schlecht, wie die hier abgehen. Sehr viel Farm. Sehr equal, aber auch die, diese Denies sind schon... Muss man schon gucken. Also hier auf der einen Seite natürlich klar, aber auch Alcarama, dass er durch die ganzen Anchor-Smashes immer noch diese Denies rausbekommt, ist ziemlich großartig, muss man sagen. Und auch auf der Seite von Radiant hier, Luca, sehr viele Last-Hits, obwohl er alleine auf der Lane ist, dass man halt sagen würde, hm, vielleicht muss ich gar nicht so viel Last-Hitten, aber doch. Sehr oft sehr viel lassen. Hat hier sein Ulti gepoppt, aber nicht ganz. Oh, natürlich kommt da das Ulti. Der Hammer droppt und jetzt könnte man einsperren, aber die Range ist nicht ganz da, dass die Supports auch da sind. Von daher kommt hier Rondizel nochmal weg. 7:2 steht es jetzt für Radiant. Auf der Seite vom Game-Sachen. Erstmal Troll versuchen, nicht over zu committen. Wraparound kommt. Nein, aber immer findet es nicht ganz. Radiant ist auch da mit Crazy Cram als Support. Rune ist genommen. Emo wird gespottet und da wird versucht, dass der Troll rankommt. Stun ist draußen, von daher hit. Und das sollte auf jeden Fall ein Kill geben. Yep. Mit dem Hex. Easy peasy. Down genommen. Wirklich ohne Chance. Nicht wirklich mit Chancen hier zu reagieren. Und die beiden Carries. Equal. Muss man einfach sagen. Genau, as I was saying. Gameplan, no, next gank. Maybe. Ja, wenn wir in der Mitte gucken. Mittlerweile muss ich gucken, gameplanmäßig sieht das Ganze natürlich. Teamfight auf der Seite von Dire ist ziemlich groß. Zusammen mit Rock, dem Sand King, Ulti natürlich, Zeus und natürlich Meta, die halt auch einen sehr großen Cooldown haben. Sehr viele Cooldowns auf der Seite von Dire. Auf der Seite von Radiant, die natürlich auch ein bisschen auf Ravage rumfighten. Auch klar, aber natürlich Trolls, Lada und auch der OD hier. Sehr, sehr viel einfacher zu machen hier. Aha, das ist der Nachteil beim Sprint. Man kriegt einfach eine gehörige Portion Damage reingehauen. Na ja, gut, 15%, ne? Aber... Das ist einfach sehr bitter gegen den Zeus, wenn er einfach sagt, nope. Egal wie viel Leben du hast, 800 Leben. Mit Sprint bist du halt sowieso mit Ulti und einem Bolt down. Bitter, aber sie haben einen Kill bekommen. Trotzdem nur 1 gegen 1. Roma versus Roma. Carry ist immer noch weit, weit da oben. Oh, die hat mittlerweile das Scoreboard genommen, dadurch, dass der Zeus auch ein paar Mal gestorben ist. Aber hier 2:1 gegen beim OD 4:0. Da übernimmt man natürlich ein bisschen was. Wir haben 12 Minuten, wir gehen mal in Networth. Troll ist ein bisschen voran gegenüber Alcaramba auf dem Terrorblade. Aber wow, da muss natürlich ein bisschen aufpassen. Hat zum Glück den Anchor-Smash rausbekommen, ansonsten wäre hier down gewesen. Ravage wunderschön getimed. Aber es kommt leider kein Support rein. Ihr könnt rauszubehen, dann kriegt es tatsächlich hin. Oh, keine Vision mehr da, Crazy Kram. Wird hier austicken.
Astral wäre da gewesen, aber Crazy Carp hat nicht dran gedacht. Wird austicken, wird hier down gehen. Foxer kriegt sich den Kill. Will hier eigentlich kein Astral machen. Wird hier Sanity Eclipse nicht droppen. Und lässt Foxer weggehen. Mal schauen, bessere Entscheidung. Vielleicht Schaffro versucht ranzukommen, kommt nicht ganz ran. Sie müssen aufpassen. Metamorphose aber fast vorbei. Beide Teams jetzt mit der Ward hier oben. Meta gleich vorbei. Wollen noch ein bisschen Tower Damage reinhauen. Und naja, Troll weiterhin voraus. Wird bald sogar mal in Richtung Roche gucken. Auf jeden Fall Battle Fury hier. Für Luca fertig. Nach 13 Minuten Battle Fury Phase. Not bad. Spinner kriegt hier was hin. Wird hier auf jeden Fall gegankt. Hat gerade seine Astral Offensive benutzt. Und wird hier von einem Ulti gemacht. Könnte jetzt Astral benutzen. Schöner Stun von Schaffo. Kommt hier raus. Zeus Ulti kommt auch noch rein. Kommt hier noch raus. Kann sich Astralen. Aber muss sich wahrscheinlich nicht Astralen. Wird hier aber den letztlichen Damage nutzen. Kommt raus. Schön geplayt. Derweil Elmo holt hier die Attack Speed zusammen mit dem... Na, das gucken wir uns vielleicht nochmal an. Genau. Versucht hier hinten ranzukommen. Nein, versucht hier hinten ranzukommen. Und Lissen hat das Ulti geholt. Damage. Na? Achso, es dauert noch eine ganze Weile, weil ich ja nicht so schnell zurückjumpen kann. Schauen wir, wie sich das hier entwickelt. Dafür macht hier erstmal ein Go da drauf. Aber erstmal nichts hier möglich. Ja, gut. Troy Ward ist hier low. Battle Fury, genau. Kommt jetzt gleich. Ist nach dem nächsten Item. Und dann gleich wird anscheinend der Kill kommen, wenn der Zeus rüber teleportiert. Die Rune ist weg. Und das war die falsche Minute. Battle Fury ist jetzt fertig. Na gut. Hat halt hier seine Battle Fury genommen. Hat das Battle Fury jetzt. Und ist jetzt in der Gefahr, geholt zu werden. Beziehungsweise wird jetzt gleich geholt werden. Okay, es war einfach ein bisschen zu viel. Schauen wir uns mal den wunderschönen Stun hier an. Schön gemacht. Ulti kommt raus. Und da kommt der Gott drauf. Zack, rein und einfach Epicenter. Zack, der Stun. Und down he goes. Okay. Hatte man schon so gesehen. Schön executed. Und hier, man sieht es, knapp hinter den Bäumen einfach rein teleportiert. Schön, schön executed. Natürlich hier, der Tower ist jetzt gefallen mit dem Golem auch. Schönes Stunts von Schaffro, muss man aber auch einfach sehen. Die sind bisher on point auf dem Slaughter. Auch wenn er sich teilweise für die Sachen selbst suiciden muss. Aber kommt halt vor. So ist es halt. Opfern und geopfert werden. Opfern bzw. andere Opfer fordern. Ist vielleicht doch. Wäre besser. Tja, diese Mud Golems sind nicht leicht zu fahren. So, Jungle und. Naja, noch Lane für Luca auf jeden Fall. Networth ist jetzt vom Terrorblade ein bisschen weiter hoch mit dem einen. Mit dem einen Tower und dem einen Death auf dem Troll Warlord. Oh, da holt hier ein großes Stack natürlich. Mit dem Battle Fury. Zack, ist er jetzt wieder am Anfang. Und vielleicht geht jetzt Radiant wieder los Richtung Tower. Schauen wir mal. Wir werden auf jeden Fall hier pressuren. Und diesmal mit ein bisschen Support dahinter. Wird das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen besser laufen als eben. Ah, Radiant Tower ist auch ein bisschen in der Bredouille. Aber hält sich auch noch eine Weile. Von daher Tower jetzt 1 zu 1. Und es steht einigermaßen even. Daher ist natürlich ein bisschen weit voraus mit den 4 Kills nach vorne. Aber mal schauen. Die nächsten Sachen werden zum einen Roshan für den Troll Warlord werden. Und ansonsten halt der Blinkdagger auf dem Sand King. Der gar nicht mehr so weit entfernt ist. Müsste jetzt Crazy Kram rauflaufen. Stun. Oh, und schön der Hex. Schön geplaced. Der nächste Hit. Zack, 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 zack. Kriegen sie es. Oh, der letzte Stun noch. Da wäre eventuell zumindest ein Korps gewesen, der weiter vorwärts geht. Aber, nichts zu machen. Ich mag es auch, wie Crazy Kram einfach mal hier diesen Mord hingestellt hat. Als erstes, um nicht diesen blinden Stun zu machen. Hätte Elmo das gesehen, weiter weggegangen, hätte der Stun missen können. Aber einfach die Sandfish stellen und direkt hexen, war definitiv safere Play. Schön gemacht hier von Crazy Kram. Wieder schöne Double-Stun von Schaffro, um hier ranzugehen. Das Wobster vielleicht noch kommt. Zahn in dieses Clips ist draußen. Schaffro muss hier zurückgehen. Kriegt keinen Volt, um ihn zu töten.
Ah, wieder schöne Stunts einfach hier gemacht. Kann sich jetzt hier unten. Und diesmal Radiant bereitet sich davor, diesen Tower zu holen. Oh. Eine Invisibility-Rune. Ist es Roche? Es scheint erstmal nicht Roche zu sein. Es scheint Terrorblade zu werden. Oh, oder... Ah, ein Yasha-Kurier. Das ist natürlich auch eine gute Entscheidung. Schnell das Ulti gepoppt, damit sie wirklich nicht reagieren konnten. Und down he goes. Also sowohl, ich mag die Support-Plays generell. Crazy Kram mit der Aktion eben hat mich überzeugt. Wobster rotiert auch ganz gut rum. Hat einige schöne Shards. Ja, doch eigentlich in diesem Spiel ein paar gute Shards gefunden. Schaffro, sehr schöne Aktion hier bei Instanz. Immer on point, immer mehrere. Das läuft ziemlich gut da. Und dann, ja gut, Warlock mit dem Rock. Wir haben einen Rock gesehen, der Rock war ziemlich gut. Ansonsten immer schön auf der Lane, immer schön Tidehunter auf den Sack gehen. Schöne Support-Plays, richtig schöne Carry-Plays. Was die sich hier leisten, die leisten sich nichts. Ne? 140, 127, bisschen mehr aktiv der Troll gewesen. Aber so spielen sich eben die Helden jetzt unterschiedlich am Anfang total gleich. Sehr schön gemacht. Auf die Offlane, Tidehunter mit dem Blink. Und auch der Ascent King mit dem Blink. In der Mitte... Da geben sich Ronizel und Spinnert auch nicht so viel. Beide. Ja, und die müssen weiter vorne, weil er ein bisschen mehr Action gesehen hat. Der Zeus wurde ein bisschen alleine gelassen auf der Lane. Aber insgesamt waren die Lanes einfach so, dass hier Radiant mehr rotieren konnte und dementsprechend im OD ein bisschen mehr Space createn konnte. So, Radiant bereitet sich ein weiteres Mal vor, vielleicht diesen Tower zu pushen. Sind wieder da. Blinkdagger auf dem Sladder als nächstes Item auf jeden Fall. Aber es wird noch eine Weile dauern, bis man sich da was machen kann. So, zack, wird hier nichts gemacht. Ein bisschen Damage können wir auch reinhauen. Hat natürlich das Ulti hier. Zack, aber kein Stun. Oh, aber da ist der Schaffo da. Okay. Hat den Stun hier unten gemacht. Ein bisschen misplayed, aber hat es im Prinzip dadurch aber auch einfach nur ihn geforst, wieder hochzugehen und damit getötet. Von daher einfach nur die Präsenz als abschreckende Wirkung war genug und natürlich Amplify Damage hat da auf jeden Fall gereicht. Die Ward wird auf jeden Fall mal dazu führen, dass Radiant hier nichts findet. Die Bugs beim Replay sind immer noch Classic Dodo wie vor 10 Jahren. Nichts geändert. Aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Vielleicht wird es ein paar Jahre halten, aber naja. Charts kommen raus. Oder sie versuchen ein bisschen. Zangen-Move. Die Frage ist halt, ob sie weiter vorwärts kommen irgendwann dann. Nein. TP kommt auf die Bottom-Lane hier, um ein bisschen zu verteidigen und vielleicht auch mal Richtung Roche zu gucken hier. Holt hier den Tower. Daya hat versucht, vielleicht noch einen Crazy-Cam ranzukommen. Aber auch der Line ist schneller als gedacht hier. Kommt erstmal noch weg. Die Frage ist nur, nein, Farmen wird er nicht gehen. Von daher. Alles wieder safe. Der Troll ist jetzt hier im Farmen. Guckt ein bisschen Richtung Roche. BKB als nächstes Item. Wie sieht es auf dem anderen Carry aus? Da haben wir erstmal ein Ultimate Orb mit, zusammen mit dem Yasha im Toten Kurier. Gibt das natürlich das Manta erstmal. Oh, die Mitte wird gegoat hier. Spinner kommt hier ran. Zack, wird gestunt. Wird gestunt. Kriegt das raus. Kriegt das erste noch raus. Aber keinerlei Rotation. Man sieht noch einen Force-Staff hier. Aber falsche Richtung. Nach oben wäre es vielleicht ein bisschen was gewesen. Jetzt kommt das TP von Schaffro noch ein bisschen spät. Haben den Tower natürlich oben bekommen. Damit, ja quasi, sind noch nicht weg. Da kommt eine Towerblade Illusion. Aber wird auch direkt als Illusion erkannt. TPs kommen rein. Daher wird es hier verteidigen. Und direkt das Snowball drauf, direkt das Snowball drauf. Akku wird hier gefunden. Auf jeden Fall kann ich was gegen Reflection. Zack, Ravage kommt draußen. Die turnen das Ganze. Zack, Terrorblade ist down. Foxer kriegt seinen Rock nicht vorher drauf. Terrorblade schon draus. Foxer wird hier down gehen. Das Golem wird wahrscheinlich auch down gehen. Hier wird sich Luca alles schnorren. Zack, Stick Charges geholt, Golem ist down. Ein schöner Turn von Radiant. Und Luca auf dem Troll hier. Schön. Oh, schöner Dodge von Wobster. Oder halt passend gemacht einfach das Ganze. Kommt hier ran. Aber wird halt auch einfach geslaut. Blink und Stun kommt nicht ganz ran an Luca. Nicht ganz. Kriegt hier Schaffro down. Und wird auch Mysterium ein bisschen ankratzen können. Versuchen noch hinterher zu gehen, aber das wird der Sand King auch nicht alleine tun.
Schön ran und raus und ran und raus. Auf jeden Fall ein Vorteil von Radiant. Schön gemacht. Die Kills auf dem Carry bekommen und raus. Aber auch schon der Counter. Schön. Schönes Epicenter. Das Passenposition ein bisschen zu kurz leider. Aber auch einfach schönes Spacing hier von Akul auf dem Troll. Radiant's bottom tower is under attack. Und wieder auf die Bottomline. Tja, tja, tja. Der Troll nimmt langsam ab. BKB fertig. Auf das Sanction Yasha als nächstes Item. Und Roche ist immer noch nicht wirklich auf dem Weg gewesen. Radiant hier mit 8000 Gold vorne. Sicher ein Elite. Beide Teams keine Wards auf der Map. Also keine offensiven Wards, also außer die Midlane hier noch. Als defensive Ward für Ronny, der es definitiv gebrauchen kann. Muss man aber auch dazu sagen, die mehr Sachen werden jetzt hier eher von der Seite kommen, einfach von den Blink Heroes. Von daher haben sehr defensive Wards hier, von daher sollte das für Ronnizel passen. Mit dem Force Staff sollte es gehen. Argenim ist unterwegs. Für das globale Blitzdings Ulti. Um es mal so zu sehen, weil Geblitzdings ein Man in Black ist und sicherlich daran nicht daran liegt, dass ich nicht weiß, wie das Ulti heißt, nämlich zu viele Items. Upgrades die Ultis. Ja. Nicht Hero-spezifisch. Okay, lassen wir das. Der T1 Tower fällt endlich und damit öffnet sich so ein bisschen die Map für Roshan langsam. Mal schauen, ob sie es bucken wollen. Das wäre eine schlechte Idee hier mit dem Observer Ward. Gehen hier zack rüber zu Roshan. Sie haben auf jeden Fall eine gute Vision davon. Aber erstmal sagen sie noch nicht. Illusions werden hier rausgenommen. Keine Wards auf der Seite von Radiant hier hochgestellt gewesen. Aber beide Teams wissen, Roshan steht auf dem Menü, wird demnächst kommen. Die Frage ist, welches Team wird es holen? Ich nehme mal an, wenn Radiant hier Roshan nimmt, könnten sie sehr schnell sehr durchpushen mit dem Troll. Von daher wird hier Daya, es wird für Daya sehr, sehr wichtig, hier den Troll zu holen. Man sieht auch immer wieder, wir haben Ulti von Zeus, wir haben die Sigil, die manchmal reinfliegt, wir haben Shards, die manchmal reinfliegen, Illusions, die öfters mal reingucken. Da ist Daya auf jeden Fall dabei, ein bisschen nachzugucken. Oh. Dann hätte ich tatsächlich den Smoke und Ronnizel ist hier zurückgegangen, weil Luca vorangegangen ist. Der Rest wurde sich nicht gesehen. Aber schöne Reaction, schnell zurück und erstmal keinen finden. Links sowohl von Schafko als auch ja, von Slada noch nicht ganz. Die Sigil hatte sie hier gescoutet. Jetzt ist auch wieder Tag, jetzt ist es ein bisschen einfacher. Und schauen wir mal, ob sie den T2 bekommen. Denn je mehr Tower sie holen können, desto einfacher wird es natürlich sein, an Roshan letztlich ohne viel Reactions ranzukommen. Daher versuchen jetzt hier den Bottom Tower auf der Seite als Return zu bekommen. Auch nur mit Illusions, wollen nicht zu weit vorangehen. Crazy Kram versucht hier ranzukommen. Und da sind natürlich sehr schnell mit zurück. Oh, und schön Forstaff nach vorne. Die Frage ist, wollen sie das holen? Sprint ist da, ist ein bisschen zu früh. Sam kommt rein, schön von Foxy das Ulti genommen und Hopsa geht hier rein, zack, da ist es die Ravage draußen, aber oh, Luca ist schon fast down von dem ganzen Epicenter. Versuchen wir trotzdem noch ein Gold zu machen. Wobster geht down, aber Akku ist low, hat das BKB noch an. BKB hält noch, kommt hier noch raus, zack, aber desaströs für Radiant hier. Die da doch gegold worden und der Rock von Foxer on point. Und den Kill hier geholt. Sie sehen, woher er läuft, nämlich hierher. Aber sie sagen sich, wir gehen Mitte, wir können das machen, es ist Ravage draußen. Noch können wir versuchen, ein bisschen Damage am T2 Tower zu holen, auch mit dem Golem. Und jetzt wird es tatsächlich sein, Daya holt sich den Roshan. Wenn sie es versuchen, dann sieht ja schon Radiant wissen davon. Radiant wollen das Go. Jetzt wird auch hier gesehen, okay, das wird gescoutet, aber es ist sehr low und ich glaube nicht, dass sie da rankommen. Sie können auch eigentlich nicht fighten dort. Gerade weil Trolle Waller zu spät ist und natürlich, weil sie keine Ravage haben. Boah,
4, der geht tatsächlich rein, der Stunlux kommt da draußen. Wie sieht es aus? Sanity's Eclipse ist ready, nicht ready, aber sie können das holen. Terror Blade geht down, Schaffwurst immer noch nicht down. Wird das immer hochgehen? Nein, die Blitze von Zeus gehen rein. Zwei Kills geholt, kommen hier raus und Elmo kriegt hier tatsächlich den Kill erstmal auf Crazy Kram. Nicht schlecht. Kommt er da ran? Blink? Kommt er ran? Nein, okay, kann sich hochhalten, hat noch den Stick gehabt. Kommt hier gerade so raus. Aber Zeus holt sich hier den Double Kill. Holt sich hier raus. 3 zu 2. Aber Roshan für Radiant hier tatsächlich. Und Akku mit der Aegis. Und Akku will hier Highground holen. Vielleicht ist Buyback Force in 20 Sekunden, das wird erstmal nichts, aber vielleicht ein bisschen Damage auf den Tower holen. Sie sehen auch hier, die waren nicht so ganz weiter vorne. Wir können hier einfach reingehen. Renizel, Wobster und Sandkin für das Defense. Es wird schwierig zu sein, ein bisschen Damage rauszukommen. Sollten sie nicht overextenden. Ravage immer noch nicht ab. Muss man natürlich aufpassen. Und genau das eben. Nicht zu sehr nach vorne gehen. Maker gezündet. Sind jetzt alle wieder hier. Und müssen sich hier zurückziehen. Ja, ein bisschen Damage auf den Tower gemacht, aber nicht der Rede wert. Schnelle Reaktion. Aber dann doch ein bisschen zu schnell gewesen. Smokes sieht man hier. Werden ausgepackt. In dem Next wohl eine Smoke auf der Seite von Radiant sehen. Sandstorm ist immer noch da. Aber das wird sich auch nicht ändern. Grafikbugs sind Grafikbugs. Beziehungsweise nicht Grafikbugs, sondern Dota-Bugs. Das ist ja ein Grafikfehler. Ah, okay, er war einfach da. Der kleine Lion mit dem Symbol auf dem Minimap nicht so einfach zu sehen. Ach, komm schon. So. Jetzt wird endlich der Bottom Tower für Daya fallen. Haben lange dran geknabbert. Gerade mit Illusions. Jetzt endlich down. Aber natürlich, Radiant guckt schon auf den Top Tower. Ein paar Leute sind hier da zum Rotaten. Werden hier auf jeden Fall turnen. Wenn vielleicht einen Turn bekommen, kommen wir ran, ja. Aber Ronis ist es hier ein bisschen zu früh. Und kommen nicht ran. Akku, aber natürlich muss man aufpassen. Natürlich, BKB ist da. Aegis ist da. So in den Return, aber gerade Schafro mit der Invis-Rune. Kann wahrscheinlich hier sehr aktiv sein. Muss natürlich auf die Blitze von Zeus aufpassen. Ist hier sehr vorsichtig, versucht irgendwas zu bekommen. Ah, oh, schön, dass Dani reinbekommen. Und natürlich kann Luca dann schön turnen, hat das BKB erstmal jetzt schon aktiviert in dieser Runde. Sie können Wobster erstmal downpumpen, aber natürlich Alcaramba ist hier da und da kommt das Epicenter. Kommt ran und kommt raus. Akku, cool, schöner rein, zack, 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 der Stun ist wieder da, zack, Stun. Und ah, oh, da können sie die Control auf den Troll Warlord haben. Sander ist auch noch raus, kriegen sie den Kill? Nein, die kriegen nicht den Kill. Oh, der blickt nach vorne, der blickt nach vorne, der blickt nach vorne, der blickt nach vorne. Oh nein! 40 Leben. Er kommt weg. Ah, super knapp. Aber Radiant. Oh, sie wollten es forcen. Aber da war nichts zu machen. Schön von Schaffo gemacht. Aber einfach Luca das BKB zu früh geholt. Teil des BKBs einfach schon denied durch den Rock. Und da waren sie ein bisschen zu wenig. Da waren sie ready. Sie haben schön im Fight begonnen. Aber ich glaube, das BKB war ein großer Fehler des Ganzen. Ohne BKB hätte er sehr stark turnen können. Aber auch den Terrorblade haben sie sehr lange alleine stehen gelassen, haben erstmal den Rest rausgeholt, aber der Rest hatte leider schon die Space rausgehalten. Von daher war da die Priorität dann auf den falschen Helden. Wie ihre Space rausgeholt hat, schön geplayt, auch schön von Elmo hier gespielt. Epicenter on point gewesen, Rock on point gewesen und wieder mal Schaffro auch on point gewesen. Ja, wir haben alle gut gespielt, ne? So soll's sein. Genau, der Graf ist jetzt wieder even. Es soll ja auch noch ein schönes Spiel werden. Mal schauen, was so die nächsten Vorbereitungen hier sind. Ob wir hier sehen einen Smoke, ob wir einen... Ja, ob wir hier sehen einen Smoke. So oder ähnlich präsentiert von Grammatik. So, um in den Fan zu kommen, kriegen tatsächlich Alcaramba, zieht sein BKB und natürlich zack, weg. Luca, sehr viel Damage hier durch die Illusions. Wow. Oh, ganz, 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 ganz knapp. Hätte dann ein bisschen schneller reagiert, käme raus. Aber, ja,
schöne Reaktion, haben BKB geforst, Smoke. Trotzdem muss man natürlich sagen, das BKB, 10 Sekunden BKB natürlich raus, schön. Andererseits, gegen Troll und, na gut, gegen Troll ist jetzt auch das BKB. Können sie immer noch sehr schön drumherum spielen, indem einfach Troll sich auf den Terrorblade konzentriert und der Rest den Rest auseinander nimmt. Trotzdem BKB, wichtiges Item hier von beiden Teams gegen beiden anderen Teams. Sowohl gegen Ravage als auch gegen OD und den Slada. Und natürlich Lion ist ein BKB sehr schön zu haben. Auf der anderen Seite ist natürlich ein BKB sehr schön zu haben gegen einen Sand King und einen Zeus. Ravage kommt hier raus, diesmal versucht es nochmal auf den Terrorblade. BKB ist noch auf Cooldown, jetzt kommt das BKB hin, muss er BKB turnen? Nein, er versucht es ohne. Versucht es tatsächlich ohne, kommt das dann raus? Nein, er kommt nicht raus. Na, Crazy Kram, kriegt hier den Ping an, ja, da hätte er ein bisschen besser spielen können. Aber auch hier, Wopstar ist ein bisschen zu nah rein gewesen. Wird hier auch noch down und die Frage ist, ob Fox da noch rauskommt. Oh, Stun daneben, jetzt ist Stun raus und damit mit dem nächsten Hex, der nächste Kill, 3 Kills doch mal geholt. Haben sie ein bisschen zu viel reingeworfen. Wollten sie doch noch zu viel haben und schöne Sache, dass sie der Terrorblade rausgekommen ist. Aber da waren sie einfach zu nah dran und haben noch zu viele Helden verloren. Haben noch versucht, irgendwas ranzumachen, haben wir doch nicht gesehen. Okay, Terrorblade ist raus. Wir kommen da weg. Wir müssen einfach noch rauskommen. Die 2 Tower auf der Bottom Lane sollte damit down sein. Alle Outer Towers für Dire down. Und the Siege begins auf der Seite für Radiant. Beide Teams schönes Siege-Potenzial, weil beide Teams mit Carry schön einfach hinten stehen können und ein bisschen siegen können. Und die kommt hier raus und oh, dieser Tower Damage. Das ist natürlich nicht not bad. Sind hier so reingekommen, haben ein bisschen guten Damage auf Luka gemacht. Wow, er kommt noch raus. Knappe Sache. Schaffro stirbt mal wieder für das Gute im Leben. Und da gehen sie raus. Tower haben sie bekommen. Versuchen zu chasen. Kommen raus. Oh, ganz knappe Sache. Da ging die Shards nicht weiter. Haben einen Kill bekommen. Schön für auf jeden Fall Radiant. Tower Trade. Tradet man gerne gegen Supports leider. Haben auch schön gemacht. Haben Troll beinahe down bekommen. Und das ohne Aegis. Das nächste wird wahrscheinlich wieder mit Aegis sein. 15 Sekunden, May respawn. Schauen wir mal, wie lange Roshan noch bleiben wird. Die Pings kommen auch erstmal raus. Von daher, Roshan wird der das nächste Action werden hier in diesem Spiel. Der nächste Ort des Actions, würde ich sagen. So. Eine Minute. Ein kurzer Rosh. Daher bleibt es spannend. Scans daneben. Smoke von Dire. Sieht es zumindest aus. Double Damage Rune auf dem Terrorblade. Oh, da bin ich gespannt, ob sie da was bekommen. Oh, und das sieht sogar so aus, als ob sie da hier durch das. Oh nein, er läuft genau rein. Oh, du kriegst nicht ganz raus. Nein, er kriegt nicht ganz raus. BKB ist da. TP. Jetzt könnte er TPen. Aber er versucht es zu rennen. Das BKB ist jetzt aus, aber Schaffro ist da. Oh, krass. Nein, nein, genau durch den. Genau dadurch, aber kommt zum Schrein. Da kommt die Ravage, wird geturnt. Akku versucht er noch zu hüten. Wie sieht es aus mit Terrorblade? Kriegen sie das noch down? Aber kriegt den Sunner raus, kriegt den Sunner raus und Troll versucht wegzukommen. Ist nicht da. Mission geht hier auch down. Schönen Ravage gemacht, aber da waren sie da einfach zu stark. Nicht schnell genug rotated auf der Seite für Radiant. Und auch Mysterium wird hier wahrscheinlich noch fallen. Und geht hier down. 4 Hits schön reingelaufen. Wunderschöne Sache. 5000 Goldspring, 10.000 XP Change hier. Das war viel wert. Wunderschöne Reaktion auf jeden Fall. Hier von Luka. Weil sie doch wüssten, okay, er hat hier die Creepwave genommen. Er wird wahrscheinlich uns entgegenkommen. Sobald der Smoke gebrochen ist, zack. Instant Blinks dann da. Keine Chance. Und es hätte auch eine sehr schnelle Reaktion von Luka gewesen. Hätte sein müssen und hätte es auch irgendwie riechen müssen, um da wirklich reagieren zu können. Von daher schön gemacht für Dire, sehr schnell reagiert, um auf jeden Fall halt diese Reaction Times in guten Players
einfach ein bisschen weiter vorauskommen, weil der eine halt, sie wussten, er wird da sein, ich muss jetzt dann. Und von der anderen Seite hätte er mit Game Sense sehen können, eventuell smoken sie, aber er hätte halt nicht in der gleichen Art und Weise vorbereitet können, dass sie jetzt da in dieser Situation auf jeden Fall um die Ecke kommen können. Mit dem Finger auf dem BKB, auf derselben Art und Weise wie der Finger auf das, auf dem Blinkstun des Sandkings natürlich vorbereitet war. Könnt mal gucken, nächstes Mock kommt hier wieder, von daher, jetzt wollen sie es wissen. Es steht halt auch Roshan auf dem Weg. Von daher, wer den nächsten Teamfight gewinnt, wird wahrscheinlich den nächsten Rosh gewinnen. Luca geht jetzt mit nach oben, sonst hätten sie da drin bestimmt wieder was geholt. Da ist der Scout da und wop, da ist ein OD drin. Versuchen hier was reinzumachen, aber oh, Zeus ist natürlich da. Und da muss er jetzt wieder geturnt werden. Luca wird immer sehr, sehr low, sehr, sehr low. OD kann rausblinken. Akul versucht wegzulaufen, kann er es juken? Nein, er kann es nicht juken und wird hier wieder down gehen. Roshan somit auf der Seite von Daya. Beziehungsweise versuchen vielleicht beides zu bekommen. Tower und Roshan, das wird zumindest der Plan sein. Schöne Smokes hier auf der Seite von Daya. Wunderschön gemacht. Und wie sie diesen Grafen runterziehen jetzt hier. Das war der erste Swing. Und danach wird dieser Swing noch weitergehen. Dieser Swing ist einiges in den XP. Tower down. Und auf zu Roshan. Zumindest gleich. So sieht es nämlich aus. Mal schauen. Wir werden sie definitiv nicht fighten können, von daher wird hier Algorama eine Aegis bekommen. Und damals sind da ja auch sehr weit im Grandos-Spiel so ein bisschen zurückzupushen. Und diese Outer Tower, von denen da ja keine hatte, zu sagen, hey, weißt du, nicht nur uns soll es schlecht gehen. Wir nehmen mich jetzt mal den Bottom Tier 1 und den Mitte Tier 2. Damit meine ich natürlich den Bottom Tier 2. Und sagen, hey, wenn es uns schlecht geht, soll es euch auch schlecht gehen. Aber tatsächlich sehen raus. Sie brauchen zu lange. Ravage ist online. Sie sagen sich, hm, ja, aber sobald natürlich Luca hier ist, können sie da wieder reingehen. Das wollen wir nicht riskieren. Aber tatsächlich, Luca geht Bottom Farm. Haben da, dachten da, dass es vielleicht mit Roshan nicht so wirklich wird. Und daher weiterfahren. Illusion steht drinne. Und ja. Ziehen sich hier ein bisschen zurück. Beide Teams wissen, dass Roshan da ist, aber halten ein bisschen Abstand davon. Jetzt könnte vielleicht Radiant wieder in der Position sein, da müssen wir was zu machen. Illu ist natürlich da. Wird das natürlich scouten. Jetzt kommen die TPs. The fight to Rosh or not to Rosh. Ist halt auch, dass es drin ist. Wie sieht es aus? Sigil von Zeus. Dauert noch ein bisschen. Jetzt kommen sie rein. Haben Rosh dann tatsächlich genommen. Zack, hoch. Aegis für Mortal ist down. Cheese ist auch noch genommen. Zack, zack, zack. Geht hier Schafro down. Aber Ravage, Counter Ravage ist da. Schafro ist noch draußen. Geht jetzt down. Und Luca hat den Damage da. Ist am Zack. Ist am Machen. Ist am Machen. Ist am Machen. Zack, 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 Sigil ist auch down, geht hier als erstes down, die Aegis ist down, aber das Golem ist schon down. 3 zu 1 bisher der Status, immerhin die Aegis genommen auf der Chase auf Ronny. Da wird schwierig, ja, das wird eher nichts machbar sein, es sei denn, Mysterien kommt noch ran, der Slow ist natürlich da, Force Death 10 Sekunden. Es wird schwierig sein, Blink ist da, von daher wird jetzt auch noch Ronny fallen. Bittere Sache, 4 zu 1 für Radiant, die nur die Aegis und einen schönen Stun mal wieder von Schafro verloren haben. Schwieriger Roshfight, Warlock muss jetzt buybacken, ohne Aegis, natürlich Terrorblade buyback, zack, erste Rex sind down. Akul will es wissen, lässt die andere Rex da, will sie austurnen, nein, erstmal Tower noch holen. Nur noch Cheese da, aber auch wenige Möglichkeiten hier zu reagieren, Zeus kein Buyback. Powerdown, Mini-Rex, das nächste Ziel. Sandking ist wieder ready. Versuchen Space zu machen. Meter, 80 Sekunden auf Cooldown. Keine Chance erstmal. Trotzdem Troll Warlord. Sie gehen back. Sie haben keine Ravage. Oh nein, das ist keine gute Idee gewesen, hier noch reinzugehen. Zack, direkt gepunished. Üble Sache. Die Frage ist, ob sie jetzt wieder hochgehen. Werden wahrscheinlich das Buyback forcen wollen. Gehen wir wieder hoch, können die Range Tracks holen. Da ist das Buyback.
Na, ja, gehen sie direkt back? Nein, sie holen noch die Range Racks. Gehen back. Bitter für Dire hier. Zurück, 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 zurück. Das 99. Game. Es ist noch nicht sicher. Auf jeden Fall, Radiant haben einen guten Vorteil. 22.000 Gold vorne. XP ist wieder even. Aber man hat auch eben gesehen, es kann sich sehr schnell ändern. Es liegt sehr stark an den Ganks auf Akul. Die Frage ist aber, ob sie noch wirklich... Jetzt haben wir uns zweimal relativ nah getroffen und gegankt. So oft wird das auch nicht mehr passieren. Man hat gesehen, wie viel das gebracht hat. Sie haben nicht mehr Rosh dafür bekommen. Daher... Bittere Sache, dass sie hier wirklich nichts aus den Kills rausbekommen haben. Und einziges, was dazu geführt hat, ist, dass der OD wieder equal in Net Worth vom Troll ist. Smokes, wie sieht's Smokes auf der Seite von Dire aus? Wir haben noch einen Smoke. Vielleicht an einem Stage könnten noch ein bisschen was machen, aber erstmal Radiant mit dem Smoke hier. Mal schauen, ob sie irgendwas finden. Terrorblade Illusions gehen hoch. Keep calm. And carry on. Eine Double Damage hier. Das ist auch nichts. Oh, sie wollen es wissen, sie wollen es wissen. Sie geht sich hoch. Heilige Scheiße, da haben sie gefunden. Ravage kommt raus. Ein Vierer Ravage, kriegen es tatsächlich raus. Zack, Schafro poppt. Der Zeus ist wieder da und wieder kein Buyback. Wie sieht es aus mit Akul? Komm hier rein, zack, den nächsten Kill. Allein geht hier erstmal down, aber zack, da ist es drin. Kriegt er hier seinen BKB raus. Der BKB ist schon vorbei. Akul versucht hier noch den Damage zu machen. Boah, kriegt er hier den Damage rein. Kriegt hier ziemlich viel Damage rein, aber mit der DD-Rune. Hat wenig Damage machen können, trotzdem ist es hier drin gewesen. Haben den Zeus bekommen. Wie sieht es aus hier? Zerkriegen sie gar den OD. Overcommitten von SD hier. Und jetzt müssen sie versuchen abzuhauen. Mysterion kann nicht blinken, wird hier wahrscheinlich vom Sand King langsam sicher down gehen, aber auch Dire müssen gucken, dass sie nicht overextenden. Der Troll ist immer noch im Spiel. Sinister, da ist low und geht hier down, Shuffle, kann hier nichts machen, versucht hier wegzukommen, kann blinken und geht hier down, aber Ermo, ja, okay, wollen wirklich nicht overextenden. Der Troll ist noch im Game und sie wissen auch nicht, wo er steht, ob er dahinter steht oder ob er doch lieber im Farm ist. Wie in diesem Fall passiert. Hat auch noch Cheese. Overextension hier. Haben nichts dafür rausbekommen. Aber naja, haben einen Zeus-Skill bekommen. Trotzdem halt kein Buyback. Nichts rausbekommen. Aber auch, ich glaube, Radiant hat noch ein paar Smokes, oder? Schauen wir mal. Haben wir auch noch einen Smoke im Stash. Aber naja. Mehr auch nicht. Ah, cool. Wieder drin. Holt die nächsten, will hier Solo machen. BKB vorbei, zack. Wird dafür mit seinem Leben bezahlen. Für einen Tust, war es das wert? Die Antwort ist nein. Und Schaffo geht wieder rein. Reflection for the win. Drei Klingspeed rein. Overextension hier. Von Akku, ein bisschen zu tief drin gewesen. Wurde durch den Ward gesehen. Dementsprechend sehr schnelle Counter-Engages hier von daher möglich. Das ist noch throwable, muss man einfach dazu sagen. Mal schauen, ob sie es tun. Trotzdem 20.000. Diese 15.000 vorne für Radiant. Das ist nicht zu unterschätzen. Roshan ist noch eine ganze Weile down. Da liegt es jetzt an der Seite von daher ein bisschen die Map-Hoheit zurückzugewinnen. Und einfach Crazy Kram zu töten. Was nicht so schwer war in dieser Creep Wave. Mit dem Nimbus 2000 natürlich. Nimbus war das ja. Okay. T2 wird es jetzt sein auf für Dire, um halt ein bisschen die Tower anzugleichen, ein bisschen Geld rauszunehmen, ein bisschen den Net Worth nach unten zu ziehen. Aber viel mehr den C2 werden sie auch nicht bekommen. Ravage ist da, ja. Wir müssen jetzt da gucken, dass sie sich auch wegsetzen. Wir versuchen hier noch ein bisschen was zu tun. Wir versuchen... Ja, egal, man hält sich hier mit der Meta zurück. Sie wollen es halt nicht forcen. Oh, schöner Force-Dev, gerade rechtzeitig. Und da zieht sich da jetzt zurück. Sie sehen, okay, der Troll ist wieder da. Wir haben keinen Buyback geforst. Raus und wir wollen noch nicht fighten, weil wenn die Meta gezogen werden würde, würden jetzt Radiant wahrscheinlich einfach auf die Top-Lane laufen. Sobald die Meta vorbei ist, dann halt das Ganze
gegoat wird. Von daher, beide Teams haben die Ultis ready. Roshan ist nicht ab. Mal schauen, ob das eine Smoke-Action wird. So wie es hier für Dial gerade aussieht. Noch ein bisschen Dewarden. Sieht nach Smoke aus. Sein Rondesel läuft irgendwo anders hin. Da also kein Smoke. Akul schon wieder eine Double-Damage-Runde. Das ist die dritte Double-Damage auf dem Troll. Oder die zweite. Das andere war Terrorblade. Kann auch sein. Na gut. Und die nächste Illusion-Runde. Aber diesmal vielleicht nicht so ganz aktiv über die Map und alleine irgendwelche Leute killen. Batz, 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 batz. Aber es geht's, ein bisschen scouten. Und ein bisschen Damage machen, gerade durch die Backdoor genommen. Ja, haben wieder 100 Damage gemacht. Ticks, ticks, ticks. Shrines sind auch down. Ja, so langsam wird's eng für Dire. Die Basis wird kleiner und kleiner. Kleiner und kleiner. Hat sich eingependelt. 15.000 XP vorne für Dire und 15.000 Net Worth vorne für Radiant. Und ich glaube, das Battle Gold gegen XP wird leider Gold für sich entscheiden. Gerade auch wenn man denkt, das ganze Gold ist eigentlich in dem OD drin. Und der OD hat schon seinen Moonshot gegessen, hat natürlich das Hex, geht auch noch auf den Chivas. Und hat das Shiva jetzt gerade fertig gemacht, soweit ich es sehe. Da kommt das Recipe. Genau. Daher haben wir gefunden hier, okay, sie kommen nach vorne wahrscheinlich. Verstecken sie in der Basis und dann Tower Defense. One Tower remaining. Die Items sind da. Warten sie auf Rosh oder warten sie nicht auf Rosh. Rosh respawnt in einer Minute. Let's see what they will do. Vielleicht einfach ein bisschen Pressure machen, top. Und dann doch zu Rosh zurückgehen. Mal schauen. 120 Gold auf der Sigil. Das Ding ist teuer. Teuer, teuer, teuer. Crazy Kram will hier diese Illusion nicht Mana drain. Doch, oder doch. Na gut. Mark, diesen Mana drain. Nicht markieren. Okay, genug Wortwitze. So, let the siege begin. Und Radiant sagen sie, ja, Rosh. Ah, okay. Der Scout mit dem Kurier. Rosh muss jetzt respawnen, dementsprechend. Ist natürlich nach den 11 Minuten. Ziehen sie sich hier zurück. Und ping, ping, ping. Da ist Rosh respawned. Radiant summit sehr schnell hin. Er sieht kein Zeus-Ulti. Und, whoops, wen haben sie denn da gefunden? Haben sie Akku gefunden? Einfach so? Wie kann das passieren? Haben sie keine Glimmercape oder sowas? Doch, hatten sie aber nicht gemacht. Oh, bitter, 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 dass die Radiant so was abgehen kann. Bitterer Fehler von Luca. Der hat den Rosh gesehen, habe aber knapp zu spät zurückgegangen ist. Und, oh, ja, nicht ganz. Perfekt hier getroffen. Oh, bittere Sache. Sie wollen hier tatsächlich mehr. Sie wollen hier Tower holen. Sie wollen Babex forcen. Sie wollen keinen Rosh. Sie wollen einfach Dinge holen hier. Forsteps? Auch keine. Leute sind hier sehr, 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 sehr konservativ mit ihren Four-Steps Richtung Freunden irgendwie. Na gut. Daher ziehen sich zurück. Haben es bei weggeforst. Die PC-Base zurück. Wir gehen deffen. Nun liegt es an Radiant, ein bisschen was zu tun. Troll-Buyback ist definitiv eins dieser Sachen, die man als Daher haben will. Dementsprechend sagt er schon. Weißt du was? I don't care. Meta ist raus. Let's go, Rosh. Richtige Entscheidung und auch da wissen, okay. Da können wir nichts wirklich gegen tun. Zack, 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 zack. Und down ist die Sigil. Und nur 48 Gold, weil natürlich bei der Gold Reduction von 60% da eine Rolle spielt. Zack. Oh. Hat nicht ganz gereicht, um nicht ranzukommen. Aber hat auch nicht ganz gereicht, Rosh zu nehmen. Somit ein Quasi-Buyback von Luca verfügbar. OD mit dem Cheese. Let's do this. Schuhe auch schon abgelegt. Trolls need no boots.
Front so richtig pushen wollen sie das Ganze nicht. Sie sind noch ein bisschen defensiv. Ist noch ein bisschen unsicher. Aber Akku beginnt hier den Push auf die Top Lane. Dieses Mal sollten auf jeden Fall sein Team hinter ihr stehen. Damit nicht so ein Desaster wie eben passiert. Auf jeden Fall, dieses Game ist auf. Kann man schon so ein bisschen sagen, die größten Impacts waren eigentlich die Smokes von Dire, beziehungsweise die Kills auf Luca. Dreimal, und es waren dreimal richtig große Sachen, wo sie richtig viel rausbekommen haben. Da stand Luca einmal an der falschen Stelle, neben der Mitte. Restlichen Smokes konnte er nichts gegen tun. Okay, zugeben, und einmal dieser Kill hier war unnötig, von daher. Zwei hat er was gegen tun können, zwei hat er nichts gegen tun können, von daher passt es schon. Zwei, Jesus, und Negus auf Troll. Ja, Slow Siege, ne? Genau. Ranged Form, let's do this. Zack, 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 zack. Aber er will noch nicht ganz davon hingehen. Und jetzt Slow Siege Mode activated. Mal schauen. Epicenter kommt hier ran. Zack, sie wollen auf den OD gehen. Das ist eine gute Entscheidung. Zack, kriegt hier seinen BKB raus. Versucht hier noch rauszugehen. Zack, zack, zack. Der Troll kommt natürlich ran. Zack, zack, zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zack. Golems sind da. Golems sind da. Zack, raus. Alle Spells sind benutzt worden. Von daher, naja. Und zack. Erstmal raus. Nächste Ravage ist hier draußen. Aber leider. Erstmal hier. Trotzdem low, low, low. Wie sieht's aus hier, Luca? Hat den Cheese natürlich da. Zwei Cheeses. Kann er damit machen? Wird den Cheese rausbekommen? Das ist die Frage hier. Wird den Cheese rausbekommen? Zack. BKB aktiviert. Wird hier im Fight gegen Alkarama gehen. Alkarama hat noch einen Zander, kriegt sich raus. Hex, wunderschön gemacht hier vom OD. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Buyback vorhanden. Wird erstmal die Glyphe geforst. Wie sieht's hier aus? Was das gemacht? Zack, Foxer wieder drin. Wieder ein Golem rausbekommen. Zack, die Forces, sie müssen halt irgendwie diesen Troll unter Kontrolle bekommen. Und sie müssen ihn so machen, dass er keinen Cheese essen kann. 18 Sekunden um Cooldown, 15 Sekunden noch Cooldown für den Cheese. Wenn sie noch, nein, sie versuchen eher zurückzugehen. Aber jetzt, die Position ist da, zack. Letzter Tower ist down. Letzte Rex sind es nicht. Sie wollen sich nicht suiciden. Sie wollen es nicht überrennen. Und sie gehen jetzt tatsächlich back. Und lassen es sein. Nur die Tower sind es da. Haben Buybacks geforst. Und sind immer noch 27.000 Gold vorne. Ich nehme an, Troll wird jetzt auf Buyback warten. BKB ist auch bald wieder ready. Es ist nur noch 5 Sekunden. Kann man usen, tut nicht weh. Oh, sie kommen zurück. Sie sind noch nicht fertig hier. Vielleicht ein bisschen, 77 Sekunden auf Ravage, 90 Sekunden auf Sanity's Eclipse, aber halt auch die anderen Ultis. Auf Cooldown, okay, Sand King ist wieder ready. Da kann man was machen. Luca steht wieder hier, zack, dann kommt wieder rein. Oh, kommt nicht ganz raus. Mega bisschen geforst, Alkarama versucht hier was zu machen, Akku kriegt den Cheese wieder raus, zack, 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 wie ist es auf dem Keyboard? Ah, Score Scepter kriegt den, bam! Schönes Argenims Ulti kriegt er hier vom Mysterium ab. Die sitzt weiter weg, Alkarama versucht hier Ronin, versucht hier wegzukommen, Epicenter geht rein, viel Damage ist draußen, viel Damage ist draußen, Alkarama versucht hier das Damage zu machen, ohne Epicenter, Mysterium geht auch noch down. Da ist er auch rausgekommen, der Thunder kriegt er nicht raus, zack, geht hier down, Spinner geht hier auch down, aber oh nein, er kriegt's nicht raus. Das Astral saved ihn. Und oh, GG. Gerade so hier rausgekommen, der Damage hat's gereicht und zack, die haben sie rausbekommen. Und das war das Spiel. Spiel 99 geht hier an Radiant. Wunderschöner Endkampf. Schön gehalten. Schön viel Damage. Aber im Endeffekt hat es doch der Troll mit Doppel-Jesus dafür gesorgt, dass sie hier einfach durchbrechen konnten. Durchbarreln konnten. Und dieses Spiel geht 39 zu 34 mit einer 30.000 Gold-Lead für Radiant aus. Es sah nicht so eindeutig aus, wie es von den Stats her war. Aber es war definitiv ein schönes Spiel. Alles klar. Dann war das Spiel 99. Das SD-Finalspiel, das beste Spiel der letzten 100. Best of 100. Platz 1 Best of 100 der 100 Spiele wird das nächste Game werden. Aber morgen, wenn sich die Stimme ein bisschen beruhigt hat und wenn es ein bisschen früher ist. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Macht das, was man auf YouTube so tut. Dieses ganze Abonnieren und so, wisst ihr schon. Und viel Spaß noch euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.